Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play von 7 Days to Die, einem Survival Horde Crafting Game, wie es da oben so schön steht. Und es ist eigentlich Minecraft mit Zombies in einer Alpha-Version. Aber macht tierisch viel Spaß und vor kurzem kam die Random World Generation mit hinzu. Also sind die Karten jetzt alle zufallsgeneriert und nicht mehr auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt. Also vorher war es halt eine kleine Karte und dann gab es irgendwann unsichtbare Wände, wo man nicht weiterlaufen konnte und das war ein bisschen doof. Jetzt hat man wirklich eine frei begehbare, komplett zufällig generierte Welt. Und deswegen wollte ich euch mal da ein, zwei Leben von zeigen. Also, neues Spiel. Wir nehmen mal als Namen Let's Play. Schwierigkeitsgrad, ja. Also man kann sehr viel von vornherein feintunen, wie man es gerne hätte. Man kann sich das Spiel dadurch sehr einfach oder sehr schwer machen. Und man braucht einfach ein paar Spiele, bis man einen Weg gefunden hat, der für einen ganz gut ist. Weil wenn man es zu leicht macht, ist es langweilig. Und wenn man es zu schwer macht, ist es zu frustrierend. Also, nee. Für mich bisher ganz okay ist die Difficulty Nomad. Das ist ein mittlerer Wert. Also was den Schaden von den Gegnern angeht. Hier steht Design for Experienced FPS Player. Also für Leute, die schon Ego-Shooter gewöhnt sind. Und ich bin Ego-Shooter gewöhnt. Das kann man so sagen, ja. Was ein wenig unterschiedlich bei mir sein dürfte zu anderen Leuten, die das spielen, ich mache die Loot Respawn Time auf aus. Also alle Container in der Welt und Sachen, die man looten kann, respawnen nicht. Dadurch ist man gezwungen, von Ortschaft zu ziehen und alles nach und nach zu plündern. Wenn man das nicht so macht, könnte man sich theoretisch irgendwo einen Bunker bauen. Und dann dasselbe Dorf alle ein, zwei Tage neu looten, weil alle Container respawnen. Aber das finde ich halt ein bisschen albern. Dann habe ich eingestellt, dass wenn ich sterbe, alle meine Sachen, die ich dabei habe, auf der Leiche bleiben. Das könnte man auch so einstellen, dass nur der Toolbelt, also die Quickslots unten gedroppt werden oder nur der Rucksack oder dass alles gelöscht wird. Das wäre auch noch eine interessante Option. Ich glaube, das mache ich mal. Also um das Ganze noch ein wenig schwieriger zu gestalten, wenn ich jetzt sterben werde, ist alles, was mein Charakter dabei hat, weg. Ich werde das Let's Play aber trotzdem weitermachen. Ich habe nur halt alles verloren, was denn schon mal recht frustrierend sein kann und weswegen ich auch nicht immer die wertvollsten Sachen mit mir rumtragen sollte. Erlittener Schaden und ausgeteilter Schaden ist Medium. Gegner erinnern sich eine Minute lang an einen. Gegner respawnen ganz normal. Alles soweit okay. Ein 24-Stunden-Tag dauert 60 Minuten. Das könnte ich theoretisch höher oder niedriger machen. Ich glaube, Standard sind 40 Minuten. Aber wenn man es zu niedrig macht, rast der Tag einfach nur so rum und das ist alles recht hektisch und komisch. Und wenn man es zu hoch macht, dann dauert die Nacht halt ewig lange. Und wenn die Nacht ewig lange dauert, sind das tierisch viele Zombies, die einem die ganze Basis zerfetzen. Also denke ich mal, 60 Minuten sind eine gute Idee. Und der Rest ist auch alles normal. Oh, Airdrops habe ich eingestellt, dass sie nur einmal am Tag kommen. Also alle 4 Folgen werden wir ein Flugzeug irgendwo auf der Karte haben, das so eine Kiste abwirft mit extra Ausrüstung. Und der Rest ist okay. Also, Start. Gucken wir mal. Also man hätte man ganz gerne einen Mix aus einem schönen Waldgebiet. Also weil so ein grünes Waldgebiet ist einigermaßen sicher und irgendwo davon in der Nähe Häuser. Weil in Häusern sind sehr viele Container drin und da kann man ein Glück haben und schon ein bisschen Werkzeug und Waffen finden. Haken an Häusern ist aber, dass immer sehr viele Zombies da sind und es spawnen auch sehr viele Zombies in der Nähe von Häusern und Städten. Städte sind eigentlich eine Todesfalle. Gerade am Anfang, weil da spawnen auch Hunde und so. Also ein Wald wäre schön. Gucken wir mal. Ja, genau sowas. Schönes kleines Wäldchen. Okay, wir sollten gleich loslaufen, weil alle Zeit ist wichtig. Na, Patronenhülsen bringen mir nichts. Momentan suche ich eigentlich nur Steine, Gras und Vogelfedern. Daraus kann ich nämlich gleich am Anfang eine Armbrust bauen und eine einfache Holzaxt. Also Holzsteinaxt. Das sind so meine ersten Werkzeuge. Und mit den Federn kann ich Bolzen für die Armbrust bauen. Und damit kann man schon relativ gut am Anfang Zombies töten. Was haben wir hier? Ein Shotgun Shortstock. Damit kann man später eine Schrotflinte bauen. Oh, und da sind schon die ersten Zombies. Ja. Das ist aber tagsüber nicht so wirklich problematisch.
Denn tagsüber sind Zombies sehr, sehr langsam. Man kann quasi vor ihnen weggehen. Ja, man braucht nicht mal laufen, gehen geht. Ja, und vor denen kommt man eh ganz schnell weg hier. Das ist ein kriechender Zombie. Ich klaue mal ganz kurz dein Zeug hier. Lalala. Also tagsüber alles kein Problem. Aber sobald es Nacht wird, werden alle Zombies schneller, stärker, scharfsinniger und überhaupt total absolut gemein. Deswegen sollten wir die Zeit halt nutzen. So, wir sind auf einer Straße. Straße finde ich persönlich immer ganz gut. Zum einen liegen überall so eine Müllbeutel rum, wo drin auch schon mal Essen sein kann. Und diese Tin Cans, aus denen kann man Eisenschrott gewinnen. Außerdem führen Straßen meistens zu Häusern. Also so ganz, ganz kleinen Ansiedlungen von Häusern oder aber auch einer großen Stadt. Und das hätte ich halt ganz gerne. Ich hätte gerne irgendwo eine Stadt, dass ich weiß, aha, da in der Nähe sollte ich ein Lager aufbauen. Also noch nicht in der Stadt selber, das ist halt zu gefährlich. Aber damit ich weiß, sobald meine Basis steht, dass ich irgendwas in der Nähe habe, was sich lohnt, auch regelmäßig zu plündern. So lange, bis es da halt nichts mehr zu holen gibt. So, ein bisschen was habe ich schon. Ich brauche aber noch mehr Steine. Und ich brauche Stöcker. Stöcker bekommt man aus, ich glaube, aus den Büschen hier. Oder normalerweise aus Planken, die man dann zerlegt. Aber mit bloßen Fäusten einen Baum zu fällen, geht nur in Minecraft. Hier klappt das nicht so wirklich gut. Also es geht theoretisch auch. Bist du hier auch ein Stock? Also es geht theoretisch auch, aber es ist halt sehr, sehr langwierig. Ne, es war nur Gras. Okay, dann machen wir aus dem Tall Grass, das wir haben, Plant Fibers. Das läuft jetzt schön im Hintergrund. Ist sehr entspannt. Aber es kostet auch Zeit. Das finde ich eine sehr gute Neuerung. Und auch ein schöner Vergleich zu Minecraft. In Minecraft ist alles immer so instant. Das ist recht irritierend. Also ja, hier ist es auch irritierend, dass ich rumlaufenderweise jetzt irgendwelche Sachen crafte. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass es Zeit kostet. Ein Ticken realistischer. So, da ist noch ein Stockbusch. Stockbusch, komm her. Da muss ich gleich mal gucken, was die Axt wirklich alles braucht. Also Zombies in der Nähe. Nee, ich sehe nichts. Okay. Dann hätte ich gerne ein Werkzeug. Werkzeug, ja. Pickaxe, Gardening Hoe, Stone Axe. Dafür brauche ich einen Stock, habe ich. Plant Fibers, habe ich. Und scharfe Steine. Dafür nehme ich normale Steine, die ich gerade aufgehoben habe, und crafte sie einfach. Dann bekomme ich scharfe Steine raus. Und ich kann ruhig gleich alle Small Stones zu Sharp Stones machen, weil die brauchen wir auch für Pfeile. Also du, du und du. Stone Axe. Sehr gut. Das können wir also rudimentäre Waffe benutzen, aber wir können damit auch unsere ersten Bäume fällen. Und dann haben wir schon mal keine Stöckchenprobleme mehr. Weil ein Baum droppt so 3 bis 8 oder so Holzblöcke. Die Blöcke, oh, Haus, Häuser. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also mehrere Blöcke. Aus den Blöcken kann man viele Planken machen. Und aus den vielen Planken kann man noch viel, viel mehr Stöcker machen. Zeige ich euch gleich mal. Muss erstmal gucken, ob der eine jetzt noch näher kommt. Eben gerade habe ich irgendwo noch einen Zombie gehört. Ah, da hinten. 1, 2. Ja, die sind weit genug weg. Also, zock. 2, 3. Wichtig auch bei jeglicher Arbeit, die man verrichtet. Unten links sind die Anzeigen für Lebenspunkte, momentane Ausdauer, Hunger und Durst. Je mehr man arbeitet, desto mehr geht die Ausdauer runter. Und je weniger Ausdauer man hat, desto weniger effektiv ist die Arbeit, die man gerade macht. Wo ist mein Holz? Da ist mein Holz. Einfach E gedrückt halten. Sammelt alles auf in der Nähe. Also wenn ich jetzt nur die Hälfte an Ausdauer hätte, wäre auch mein Axtangriff auf das Holz nur halb so effektiv gewesen und es wird doppelt so lange dauern, es abzubauen. Deswegen lohnt es sich zwischendurch ruhig mal innezuhalten, Luft zu holen quasi, ein bisschen die Natur zu genießen. Wenn die Ausdauer dann wieder nach oben ist, dann weiterzuarbeiten. Und da ist eine Scheune. Und da ist noch ein Haus. Also hier wird sich das auf jeden Fall lohnen. Ich hoffe mal, ich schaffe das einigermaßen schnell, jetzt die ganzen Sachen zusammenzubasteln. Du da rein, damit wir eventuell die Häuser hier alle von Zombies befreien, was tagsüber noch was tagsüber noch einigermaßen gut machbar ist.
Stell das hier. Was tagsüber noch gut machbar ist. Und wenn die Nacht dann kommt, dann können wir uns in einem der Häuser verbunkern. Ja, da hinten kommst du. Ich höre irgendwas flüstern. Das ist nicht gut. Okay, da hinten kommst du. Da läuft ein Reh lang. Ja, ist okay. Aber ich sehe hier keine Größe. Ah doch, da ist ein dicker Zombie. Da ist noch einer, da ist noch einer. Aber es ist übersichtlich. Also es ist keine riesige Horde, die da auf uns wartet. Ist alles machbar. Was momentan ein wenig fehlt, sind Federn. Aber wir haben jetzt nur 8 Federn. Das heißt, wir haben auch nur 8 Bolzen für unsere gleich gebaute Armbrust. Das heißt, ich gucke mich immer noch ein bisschen um, ob ich irgendwo Vogelnester oder so eine Mülltüten hier finde. Vogelnester sind aber echt am besten. Da findet man teilweise 25 Federn in einem so einem Nest. Problem ist nur, sie zu sehen. Weil hier ist der Boden ja doch recht bewachsen. Und die sind teilweise so halb im Boden verbuddelt. Bin bestimmt schon 3, 4 davon vorbeigelaufen. Schnell laufen ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee dabei. Ja, das ist ein Stein. Stein kann aber auch mit. Stimmt, Steine brauchen wir auch noch für die ganzen Bolzen. Ich hätte gern so ein gutes Dutzend, wenn nicht sogar 2 Dutzend Bolzen, bevor ich zu den Häusern dahin gehe. Ja, haben wir hier noch was? Ja, 2 Federn, sehr gut. So, unsere Karte zeigt die Häuser noch nicht. Wir sind da gespawnt. Und hier irgendwo sind die Häuser. Die werde ich dann auch später auf der Karte markieren, dass wir immer wieder hierher zurückfinden. So, kein Zombie in der Nähe. Craften. So, 60 Sticks. Sehr gut. Also, ich hätte gerne eine Armbrust. Das wird unter Waffen sein. Crossbow. Rechts, rechts, rechts. Rechts, 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 rechts. Tada! Crossbow. Braucht 20 Sekunden zum Craften. Das ist okay. Derweil hole ich noch ein bisschen mehr Gras. Was mit der Axt übrigens auch schön schnell geht. Zack, zack, zack. So, eh alles einsammeln. Und weiter nach Steinchen gucken. Ja, Stein ist am Anfang echt so... Hallo. Kleines Problem. Aber sobald man später eine Spitzhacke hat, geht das. So, du willst Stunk machen. Crossbow Bolt. Noch jemand da? Nö. Okay, du. Klick, klick. Nachladen. Was? Warum, warum? Warum bist du durchgeflogen? Ah. Erster Zombie tot. First Blood und so. Und, oh, Scrap Iron. Scrap Iron ist gut. So, jetzt aber, ne? Da werden noch wesentlich mehr sein als nur eine. Weiter schön Bolzen bauen. Wir brauchen Steinchen. 4 Stück, das ist echt mau. So. So. Wir müssen übrigens die Rezepte nicht immer von Hand reinbauen. Sobald man ein Rezept einmal gebaut hat, taucht es hier grün auf. Und dann kann man das durch einfaches Raufklicken. Wenn ich das so mache. Und wenn ich es doppelt klicken würde, da würde er alle nötigen Reagenzien hier reintun. Haben wir gerade noch nicht. Das heißt, ich laufe noch ein bisschen rum, suche Steine. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sehe ich jetzt schon. Und wer weiß, was in den Häusern drin ist. Also mit 6 Bolzen können es knapp werden. Wobei tagsüber ist es eigentlich auch nicht so problematisch, mit Nahkampfwaffen da ranzugehen. Weil man kann dann relativ nah rangehen, den gegen Kopf hauen, so zurücktänzeln, dann wieder ein bisschen näher ran, wieder gegen Kopf hauen, wieder ein bisschen zurücktänzeln. Das klappt einigermaßen. Manche Zombies sind da ein bisschen problematischer. Zum Beispiel die Spinnenzombies heißen die. Das war der junge Mann eben gerade da. Die haben so recht lange Arme und Beine und krabbeln überall hoch. Die haben halt lange Arme und Beine und können einen dementsprechend besser treffen, wenn man zurücktänzelt. Ah, ein Eisenrohr. Komm mit, komm mit, komm mit. Bei einer Zombie-Apokalypse ist alles wichtig. Naja, fast alles. Oh nee, warte mal. Dich lasse ich mal lieber hier. Ah, verursacht gar keinen Geruch. Also es gibt ein paar Sachen im Spiel, die verursachen recht heftigen Geruch.
und lockt Zombies damit an. Ich dachte, früher wären das auch Knochen gewesen. Jetzt anscheinend nicht mehr. Das heißt, wir können aus dir ein Bone-Schiff machen. Ein Schiff ist so ein Ding, das man normalerweise im Knast hat. Also einfach nur ein angefeiltes Etwas. Zahnbürste, Löffel oder was auch immer. Und damit kann man dann halt, ne? Swish, swish. Aber ich weiß nicht, ob das stärker ist oder unsere Axt. Trotzdem sollten wir nur im Notfall drauf zugreifen. So, vier Steinchen sind vier Bolzen und wir haben hier nur noch zwei Pfeile. Das geht auf. Das heißt, du da rein. Und jetzt Doppelklick Bolt. Solange bis es nicht mehr geht. Und dann stellt ihr die her. So. Acht Bolzen. Bist du geladen? Ja, bist du. Also neun Bolzen. Okay. Plan. Wir gehen zu dem Haus da. Wir laufen nicht hin, wir gehen hin. Weil wenn wir laufen, sind wir lauter. Theoretisch könnten wir auch schleichen, aber das dauert mir zu lang. Also wir gehen zu dem Haus, versuchen das Haus zu sichern und zu looten. Und dann finden wir hoffentlich genug Zeug, um... Was ist gerade ein Schwein? Ja. Finden wir hoffentlich genug Zeug, um in den anderen Häusern weiterzumachen. Was ich ganz gerne hätte, wäre Medizin. Also Bandagen zum Beispiel. Ah, Fehlen ist schon mal sehr gut. Oh, und Essen und Trinken. Ah, hier Venison. Mit Mausover sieht man halt, wenn man das so essen würde, Effekt unten Food Poisoning. Also Lebensmittelvergiftung zu 100%. Sollte man also nur im Notfall essen. Oder man kocht es halt. Leer, leer. Komm, gib mir ein bisschen Dosenfutter. Weil unsere Essensanzeige geht schon runter, unsere Trinkensanzeige geht runter. Ah, ein Glasjar, das ist gut. Also Glasjars sind einfach nur so eine kleinen Glasbehälter. Die kann man theoretisch mit Flusswasser füllen. Wobei Flusswasser nicht so wirklich yummy ist, nach einer Zombie-Apokalypse. Alles atomar verseucht oder was auch immer. Nicht ganz so schön. Man kann das allerdings kochen und dann ist es gutes Trinkwasser. Oder man macht sogar Tee draus. Dann ist es ein richtig schön erfrischendes Getränk. Das auch gut Stamina wiederherstellt. Komm, lass mich durch. Ich glaube, das ist das Badezimmer. In Badezimmern sind recht häufig so eine Spiegel. Oh. Okay. Spiegel, wo Medikamente drin sind. Noch mehr rohes Fleisch. Was ist das für ein Haus? Zombies auf dem Dachboden. Warum komme ich da nicht hoch? Komm. Okay. Du bist tot. Ja. Leiche. Mir nix drin. Was ist das hier für eine doofe Ecke? Alles leer. Ah, ein bisschen Schrott. Ich höre unten Zombies. Aber nur rumschreien, noch nicht randalieren. Aber wenn ich hier noch weiter so alles aufklopfen muss, dann kommen die auf jeden Fall gleich hierher. Und haben wir die Tür zugemacht? Ja, ich glaube nicht. Die könnten jetzt also hochkommen. Ja. Gut. Was haben wir hier? Ein Air Conditioner. Da müssten metallische Sachen drin sein. Und theoretisch... Oh ja, sehr gut. Und theoretisch, wenn wir eine Spitzhacke hätten oder eine Feuerwehraxt, könnten wir das ganze Ding zerschlagen. So wie wir fast alles auch zerschlagen können. Und es bringt Ressourcen. Also die komplette Welt ist zerstörbar. Alles. Und man kann sie auch so wieder aufbauen. Das ist echt cool. Und wenn man halt sowas wie die Leuchte hier zerschlagen würde oder den Airconditioner, bekommt man halt auch Metall. Dauert nur recht lange, braucht gute Werkzeuge. Oh, geil. Essen. Braucht gute Werkzeuge und ist laut. Oh, Iron Glove Schematic. Was haben wir da? Urban Combat Book. Und hier lernt man, wie man mit einer Shotgun umzugehen hat. Aber das klingt sehr gut. Panzerung ist sehr wichtig. Und man kann die halt erst bauen, wenn man die Blueprints dafür gefunden hat, wovon wir halt gerade eins gefunden haben. Also sehr gut fürs erste Haus. Ganz viel Essen. Ganz viel Eisenzeug. Und wir sind noch nicht durch mit dem Haus. Mach die Tür bitte mal zu. Ich höre jemanden randalieren. Ist nicht gut. Ich zerleg mal kurz die Couch. Da müsste nämlich recht viel Stoff bei rum. Was?
Scrap-Iron. Also ja, in der Couch sind auch ein paar Federn drin, aber eigentlich wollte ich Stoff haben. Ne, gib mir keinen Stoff. Okay, dann lasse ich das lieber. Aber die hier müssten Stoff bringen. Ja, zwei Stofffragmente. Kuckuck. Hallo, Miss Zombie. Okay, sie geht wieder weg. Da ist der Randalierende. Dann mache ich dich mal kurz weg. Zack. Alles ruhig. Alles ruhig. Reingehen, Tür zu machen. Es ist nichts passiert. Lasst mich alle in Ruhe. Oh, Mining Helm. Das ist sehr schön. Character. Den setzen wir gleich mal auf. Und haben hier jetzt Schutz gegen Wuchtwaffen 50, Schnittwaffen. Nehmen wir mal Nahkampf 50, Schnittwaffen 30, Wuchtwaffen 40, Explosion 15 und Kugeln 30. Auf den Kopf. Das ist schon mal sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, trinken. Sogar schon gekochtes Wasser. Stamina und Flüssigkeit bringt das. Sehr schön. Also wir haben richtig Glück gehabt hier beim ersten Haus. Das könnten wir jetzt nur noch toppen, wenn wir einen Stuhl mitnehmen. Wenn wir einen Waffenschrank finden würden. Das wäre wirklich Jackpot. Wobei hier in den ersten Stunden sozusagen ist eine Armbrust eh das Maß aller Dinge. Ihr habt gesehen, ich habe die Viecher damit one-hitten können. Wobei, hiermit lernt man wohl, wie man Shotgun-Shells herstellt. Und hiermit lernt man, wie man Leder herstellt. Das lerne ich doch gleich mal. Klick. 6 neue Rezepte. Nochmal 6 neue Rezepte. Kein neues Rezept. Und ein neues Rezept. Das waren die Handschuhe gerade. Das habe ich jetzt gerade gemacht, damit wir wieder ein bisschen Platz haben. Für mehr Loots. Da sehe ich wieder eine Leiche. Also eine Menschenleiche, die man looten kann. Die haben manchmal ganz nette Sachen dabei, deswegen will ich da auf jeden Fall rein. Und da hinten sehe ich so eine kleine Handtasche. Da habe ich... Oh, ich habe da jemand auf uns aufmerksam gemacht. Also wenn die so ganz laut schreien, so... Oder was auch immer. Dann haben sie meistens eine Fährte aufgenommen. Und zerschlagen gerade Sachen. Okay, das ist das Medicine Cabinet, was ich meinte. Hier drin könnten jetzt genau Schmerzmittel sein. Wasser, zerstückelte Leichen ist drin. Was haben wir hier? Pistole, Pistole, Pistole. Ja! Goody, goody, goody. Haken einer Pistole. Erstmal ist sie zu 50% schon beschädigt. Sie war aber voll geladen. Das ist sehr gut. Und sie ist laut. Aber wir wollten ja eh alles hier töten, ne? Ja, wollten wir. Dann nehmen wir noch kurz das ganze Rest hier. So, ich glaube, wir sind jetzt mit dem Haus durch. Ja, da, da, da. Da, irgendwie haut da was kaputt. Nee, hier war... Oh, hallo. Nein. Oh, oh. Also. Essen und Papier. Papier ist wichtig für Schrotflintenmunition. Da braucht man Papier, Blei und Schwarzpulver, glaube ich, für. So, ich wollte aber hier rein. Und wenn wir das Haus dann durch haben, also mit den gröbsten Sachen, man kommt später meistens nochmal ein zweites Mal in ein Haus rein, um alle metallischen Sachen zu zerstückeln, um das Scrap-Iron dann mitzunehmen. Aber fürs erste Mal durchgehen ist das Haus dann gesichert sozusagen. Und danach werde ich mir die ganzen Zombies hier vornehmen. Und alle töten. Und das ganze Stoffzeug hier nehme ich mit, damit ich mir daraus gleich Rüstung machen kann. Also ganz rudimentäre Stoffhandschuhe, Stoffhosen und sowas. Anscheinend laufe ich gerade nackig durch die Gegend. Warum auch immer. Baseballcap, das brauche ich nicht wirklich, kann ich aber eventuell zerlegen. Muss ich gleich mal gucken. Oh, Kaka. Die halten viel aus.
Ja, zwei Kopfschüsse schon mal. Taschenlampe, Spam und das war's. Ja, so, Inventar ist zu voll. Ich mach mal aus... Mist. Aufheben. Ich mach mal aus dir Plant Fibers. Und derweil schnapp ich mir die restlichen Zombies. Die haben schon ganz schön was demoliert hier. Ja, genau du. Mist. Na komm. Mach du weg. Alles ruhig. Hören tue ich nichts mehr. Okay, looten. Weil gerade die Zombies sollte man regelmäßig looten. Und zwar schnell looten. Weil die spawnen auch, die Leichen, wenn man zu lange wartet. Also, merke, das zerstückelte Haus hier haben wir gelootet. Inklusive Dachboden. Okay. Auto. Komm schon, was Tolles. Oh, eine Schaufel. Das ist sogar sehr gut. Weil damit kann man Sand abbauen und Sand kann man einschmelzen zu Glas und aus Glas kann man Gläser machen und Gläser können Wasser aus dem Fluss holen und Wasser aus dem Fluss kann man kochen und dann hat man trinkbares Wasser. Damit wäre schon mal das erste große Problem erledigt, wenn man denn soweit ist. Nächstes Problem wäre dann Essen, aber momentan haben wir davon ja genug. Ich sollte mir übrigens ein Haus gleich mal aus... Oh. Ein Haus gleich mal aussuchen, dass wir schon mal anfangen zu sichern. Gut. Zwei Bolzen nur noch. Ein ganz normales Buch. Dafür kannst du die Fischgewichte da behalten. So, welches Haus sieht am sichersten aus? Die Scheune wird schwer zu verteidigen sein, hat zu viele Eingänge. Das Ding da hat Fenster, die recht hoch sind. Das ist schon mal praktisch. Das Ding hier allerdings auch. Ich glaube, ich nehme das Haus hier. Hat zwar einen Hintereingang, aber den kann man dicht machen. Weil das da scheint oben aus Holz zu sein. Das ist denn zu gefährlich. Ah, hier sind zu viele Zombies. Okay, ich will nicht, dass sie mein neues Haus gleich zerstückeln. Also müssen die sterben. Und die hier mag ich nicht. Die wobbeln mit dem Kopf immer so hoch und runter. Das ist schwer zu zielen. Die da sind da viel praktischer. Zack. So. Komm schon, es wäre schön, wenn einer von euch Munition dabei hätte, aber ich glaube, die können ja keine Munition droppen. So. Okay, ich hoffe, der Rest hat mich nicht gesehen. Wockeln ungefähr in meine Richtung. Okay, sagen wir, wir wollen das Haus jetzt nicht... Ah, es ist schon halb gesichert. Wenn wir es sichern wollen, brauchen wir auf jeden Fall ganz viel Holz. Und ich probiere mal einen davon so zu erwischen. So, ohne Munition zu benutzen. Na komm, einmal noch. Ja, ist irgendwas hinter mir? Nee, okay. Zack. Zack. Genau das meinte ich. Einfach hauen, rückwärts, klappt relativ gut tagsüber. Aber man kann sich trotzdem ab und an mal eine fangen. Und ich sollte ausmisten. Ja, okay. Also rein da. Die Zwischendinger hier raushauen, damit ich mich im Haus frei bewegen kann und schreien vor Zombies weglaufen zum Beispiel. Zack, zack. Komm schon. Wir brauchen unbedingt die bessere Axt. Es gibt noch so eine Feuerwehr-Axt, aber dafür müssen wir entweder Glück haben beim Looten oder eine Schmelzanlage bauen. Also es gibt auch richtig Schmelzöfen und Gussformen und all sowas. Ist richtig schön ausgefeilt. Irgendwo randaliert noch einer, also außer mir. Den hätte ich noch ganz gerne weg. Vor allem, wir haben es jetzt schon 1 Uhr Nachmittag. So in 6 Stunden sollten wir langsam anfangen... Naja, ein bisschen früher schon. Das ganze Ding hier zu sichern. Und die restlichen Zombies aus der Umgebung zu töten. Weil die Zombies spawnen je nach Gebiet und je nach Tageszeit mehr oder weniger.
Und es wäre ganz praktisch, wenn die Tags-Zombies alle tot sind. Weil sonst werden sie nachts halt zu Nachts-Zombies. Und gehen sofort auf uns los. Das ist ja nicht so schön. So, und die Dinger zerlege ich mal. Also du kommst damit hin. Euch zerlegen wir zu Scrap Brass. Und das deckt mit anderem Scrap Brass. Also die Trophäen hier und die Türknäufe, die ich eben gerade hatte, werden beide zu Scrap Brass. Deswegen verarbeite ich die jetzt gleich direkt dazu, wenn wir Platz im Inventar haben. Die Dosen kann ich auch noch zu Scrap Iron verarbeiten. Sehr gut. So, die Tür. Wollen wir die Tür so lassen, wie sie ist? Nee, ich hätte gerne nur eine Tür. Also du musst... Oh, du bist eine Eisentür. Dich lasse ich doch mal, dann bist du stabiler als unsere Tür. Also wir könnten Holztüren bauen. Ja, guck ich gleich mal. Also erstmal schön was essen. Unsere Anzeige unten links. Nom nom nom, schön weit hoch. Aber euch dürfte aufgefallen sein, wir haben dadurch Trinken verloren. Weil es salziges Essen war. Also Essen ist auch nicht gleich Essen. Es gibt Essen, das verursacht Durchfall. Es gibt Essen, das verursacht Lebensmittelvergiftung. Es gibt Essen, das einfach schlecht ist. Also was bringt nicht viel. Jetzt habe ich hier Hundefutter. Bringt nur 10 Essen, nimmt aber 2 von Flüssigkeit weg und sagt 15 zu Blähungen. Das heißt, man macht dann auch dementsprechend Geräusche und Zombies können einen finden. Das ist nicht ganz so toll. So, und ich glaube, ich nehme mal den Kühlschrank hier, um unsere Essenssachen einzulagern. Und Glas zählt für mich zu Essenssachen. Sagen wir, Bio-Sachen kommen hier rein. Papier ist auch Bio. Essen, Essen, Essen. So, so, so. So, wir sind ja gerade voll, was da Ressourcen angeht, also können die hier alle rein. Wir haben mehr Platz zum Looten. Bücher können da auch mit rein. Eine Matratze werde ich nicht in den Kühlschrank stopfen, das lasse ich. Den doofen Stuhl kann ich mal hinstellen. So. Gut, das Haus loote ich nicht. Das werde ich erst looten, wenn wir nachts eh nichts zu tun haben. Weil sobald es dunkel wird, können wir nicht wirklich rausgehen und irgendwas looten oder so. Und wir können auch nicht im Haus großartig Verteidigung bauen, weil das ist viel zu laut. Das heißt, nachts werde ich primär Sachen craften, die ich im Inventar habe, und halt die restlichen Sachen hier im Haus looten. Ich werde übrigens auch mit Zeitraffer arbeiten. Also gerade nachts, wenn wir uns nur irgendwo in eine Ecke hinkauern und sagen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann mache ich da einen 10 Minuten Zeitraffer draus, bis es dann wieder morgen ist. Und sollte irgendwas passieren, dann seht ihr das dann ja. Dann höre ich auch mit dem Zeitraffer auf und mache ganz normal weiter. Also ihr werdet dahingehend nichts verpassen. Guti. Dementsprechend würde ich sagen, wir haben es jetzt mittags. Ich mache den ersten Cut. Das dürften jetzt 2 Folgen gewesen sein. Und dann geht es gleich direkt hier weiter. Ich hoffe, euch hat das schon mal so als kleiner Einstieg in das Spiel gefallen. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bye, bye.